Hallo YouTube, Matthias hier. Heute machen wir mal wieder ein Low Carb Brot und zwar ein Leinsamen Quark Low Carb Brot. Und ich muss sagen, bisher ist das mein absolutes Lieblingsrezept für ein Low Carb Brot, weil erstens ist die Konsistenz total super und zweitens ist wirklich in dem Brot sehr, sehr wenig Kohlenhydrate drin. Also, auf geht's. Dafür brauchen wir 150 Gramm Leinsamenmehl, 250 Gramm Quarkcreme, 5 Eier, 15 Gramm Backpulver, etwas Salz, nicht so viel wie hier, aber dazu später mehr, und Apfelessig. Zuerst vermischen wir das Mehl, Backpulver und Salz. Ja, hallo YouTube, Matthias aus der Zukunft hier. Das war viel zu viel Salz. Das Brot war danach total versalzen. Nehmt einfach eine Prise Salz, das reicht völlig aus. Dann vermischen wir unsere Quarkcreme, einen Esslöffel Apfelessig und unsere 5 Eier und verquirlen das Ganze gründlich. Dann geben wir die Mischung mit dem Mehl dazu, am besten erstmal die Hälfte und danach den Rest und verquirlen das Ganze bzw. verkneten es auch ordentlich. Ich mache das jetzt hier mit der Hand, geht mit einem Handmixer aber etwas einfacher, je nachdem wie ihr das möchtet. Wir lassen den Teig 5 Minuten kurz ruhen, abgedeckt, und dann geben wir ihn in unseren Römertopf. Denkt daran, den Römertopf vorher in Wasser ordentlich ziehen zu lassen, damit er später nicht kaputt geht. Wir geben den Teig rein, streichen ihn etwas glatt, der ist ziemlich zäh und widerstandsfähig, und dann ritzen wir den Teig einmal längs ein. Und dann kommt das Ganze bei 170 Grad für 75 Minuten in den Ofen. Und fertig ist unser Low Carb Quarkbrot. Wie gesagt, mein absolutes Lieblings-Low Carb Brot. Ganz tolle Konsistenz, um das zu bestreichen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gelungen ist, wie es euch geschmeckt hat. Wie gesagt, benutzt nicht zu viel Salz. Abonniert meinen Kanal. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.